Grüß dich und willkommen zurück. In diesem Video schauen wir uns an, wie die Winkelfunktionen im rechtwinkligen Dreieck definiert sind. Dafür brauchst du etwas Vorwissen. Insbesondere solltest du wissen, was ähnliche Dreiecke sind und welche Beziehungen zwischen zwei ähnlichen Dreiecken herrschen. Falls du es nochmal wiederholen möchtest, kannst du gern die Kasserl auf dem Arbeitsblatt weiter oben anschauen. Ich habe zu beiden schon ein Video gemacht. Konkret solltest du also die Definition von ähnlichen Dreiecken kennen und verstanden haben. Also zwei Dreiecke sind genau dann ähnlich zueinander, wenn sie in allen drei Winkeln übereinstimmen. Bei rechtwinkligen Dreiecken reicht dir dann ein spitzer Winkel, weil die anderen beiden Winkel dann sowieso vorgegeben sind. Der eine ist ja 90 Grad, sonst wäre es kein rechtwinkliges Dreieck. Und wegen der Winkelsumme ist ja der dritte Winkel auch vorgegeben. Und zu guter Letzt ist wichtig, dass du dich daran erinnerst, dass sich zwischen ähnlichen Dreiecken die Verhältnisse zwischen den Seitenlängen nicht verändern. Also ich kann so ein Dreieck größer oder kleiner machen, solange die Winkel gleich bleiben, bleiben auch die Verhältnisse zwischen den Seiten gleich. Nach diesem Video wirst du wissen, was die Gegenkathete und die Ankathete zu einem Winkel ist. Dieses Wissen werden wir dann auch sofort verwenden, um die Winkelfunktionen, also den Sinus, den Cosinus und den Tangens zu definieren. Na gut, schauen wir uns gleich das erste Kasserl an. Da steht wieder extrem viel Text und du siehst wieder so eine Eule im Eck. Also, diese Information, die muss man einfach lernen. Oder man muss wissen, wo man nachschauen kann. Dieses Symbol zeigt nämlich an, dass diese Formeln auch in der Formelsammlung stehen, die du bei der Matura verwenden darfst. Wir haben also ein rechtwinkliges Dreieck mit einem Winkel Alpha und einem Winkel Beta und einem rechten Winkel gegeben. Wenn wir einen der Spitzenwinkel anschauen, zum Beispiel Alpha, dann liegt er ja zwischen der Hypotenuse und einer Kathete. Erinnere dich dran, die längste Seite im rechtwinkligen Dreieck heißt Hypotenuse. Die beiden anderen, also die, die den rechten Winkel einschließen, die heißen Kathete. Die Seite A, also einer von den beiden Katheten, die liegt ja dem Winkel Alpha gegenüber. Okay? Also nennen wir sie Gegenkathete zu Alpha. Die Seite B, also die andere Kathete, die liegt ja am Winkel Alpha an. Ja? Also wenn das der Winkel ist, dann liegt die da so an. Wir nennen sie also die Ankathete zu Alpha. Achtung! Ein Dreieck hat nicht per se eine Kathete, die die Ankathete ist, und eine Kathete, die die Gegenkathete ist. Sondern man muss immer dazu sagen, welchen Winkel man gerade anschaut. Die Seite B zum Beispiel ist die Gegenkathete zu Beta, weil sie eben Beta gegenüber liegt, obwohl sie die Ankathete zum Winkel Alpha ist. So, schauen wir uns jetzt die Definitionen von den Winkelfunktionen selber an. Zunächst einmal bei einem vorgegebenen Winkel Alpha, und zwar zwischen 0 und 90 Grad. In dem Bereich muss Alpha ja sein, wenn wir es mit einem rechtwinkligen Dreieck zu tun haben. Man kann die Winkelfunktionen auch für andere Winkel definieren. Das macht man im Einheitskreis, da habe ich auch schon einen Videozyklus dazu gemacht. So, das Verhältnis von jeweils zwei Seitenlängen hängt jetzt nur von diesem Winkel ab. Klar, ich kann das ganze Dreieck doppelt so groß zeichnen, aber die Verhältnisse zwischen den Seitenlängen, die bleiben gleich. Und dieses spezielle Verhältnis, also das Verhältnis oder diesen Verhältnissen allgemeinen, denen können wir Namen geben. Das kann sich keiner verbieten. Wenn wir also die Gegenkathete zu Alpha betrachten, also die Seite A, und das Verhältnis von dieser Länge mit der Hypotenuse anschauen, dann hängt das von nichts anderem ab, außer von Alpha. Also egal wie groß unser rechtwinkliges Dreieck ist, wenn ich Alpha kenne, kenne ich auch A durch C. Ja? Also die Gegenkathete durch die Hypotenuse. Und dieses Verhältnis, das nennen wir einfach Sinus von Alpha. Genauso können wir das Verhältnis Ankathete durch Hypotenuse betrachten. Also in diesem Fall B durch C. Ja? Also diesem Verhältnis, dem geben wir dann den Namen Cosinus von Alpha. Und der Tangens, das ist die dritte wichtige Winkelfunktion, die man oft braucht. Der Tangens ist definiert als das Verhältnis von den zwei Katheten selber.
Genau gesagt von der Gegenkathete von Alpha dividiert durch die Ankathete, also in diesem Fall A durch B. Nochmal, das sind einfach Namen, okay? Das sind Namen, denen wir diesen Verhältnissen gegeben haben, ja? Also da ist nichts irgendwie argumentiert worden. Das ist einfach ein Name, den wir dem gegeben haben. Im nächsten Video werden wir dann schauen, dass wir diese Namen ein bisschen eintrainieren und werden versuchen, die Winkelfunktionen, das Längenverhältnisse in einem Dreieck darzustellen. Bis dann, Servus.